Okay, diesen Typen reporte ich ohne Vorwarnung. Weil solche Idioten mit solchen Nutzernamen gebannt werden sollten. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Splatoon 2 Online. Im letzten Part haben wir eine weitere Waffe vorgestellt und ich muss mich zuerst einmal ganz bei euch entschuldigen. Dafür, dass diesen Part so spät erst zu Gesicht bekommt. Ich habe nämlich, ich war, dank Fortnite, ne, es ist wirklich nur durch Fortnite, ich war zu faul oder nie wirklich in der Lage, die anderen beiden Splatoon-Parts früh zu rendern oder früh genug zu rendern. Und jetzt, ja, deswegen sind sie die letzten Tage erst online gekommen. Es tut mir leid, aber ich verspreche diesmal ein bisschen, ja, mehr auf die Videos zu achten anstatt auf Fortnite. Es tut mir leid, aber das Spiel ist halt so heftig. Ich weiß auch nicht, warum, es bockt einfach so hart. Ja, jedenfalls geht es in diesem Part mit einer neuen Waffe weiter. Aber erstmal gibt es ein Update. Es wurde einiges optimiert. Ja. Das ist auch schon alles erstmal. Aber wir sind nicht nur hier, um eine neue Waffe zu testen. Bevor nämlich die richtigen Matches losgehen, möchte ich einmal. Euch etwas zeigen. Das kann man mal tun. Danke, dass ihr nicht fertig seid. So. Ja. Und zwar hat es was mit den Amiibos zu tun. Könnt ihr schon raten, was ich meine? Ich meine die neuen Amiibos hier. So. Das will ich jetzt, denke ich, mal machen. Was passiert, wenn wir Perla und Marina als Amiibos nutzen? Du musst erst einen Besitzer und einen Spitznamen für deinen. Ach Gott, stimmt, da war ja was. Och Mann. Ja, mein Mi. Gib einen Spitznamen ein. Perla, Punkt. Nee, Perla. Oh Gott. Nicht wundern, warum mein Mii so richtig komisch aussieht. Ich hatte mal eine komische Phase in Mario Kart 8 Deluxe. Hehehe. Schade, dieser Amiibo-Sound fehlt. Okay, na dann. Perla, was kannst du mir geben? Yeah, hier ist Perla von Tentacool. Wow, sieh sich einer diese Spritzigkeit an. Pause. Und wenn du mehr kämpfst, wirst du bestimmt auch noch spritziger. Ich werde auf jeden Fall all deinen Social Media Feeds folgen. What the fuck, okay. Abonnieren nicht vergessen. Du wirst es mal weit bringen mit meiner Unterstützung. Ich merke mir sogar deine Einstellungen und Ausrüstung. Ja, das hatten wir schon damals am Anfang von Splatoon 2. Dann kannst du in der Lobby oder unter Optionen jederzeit wechseln. Na, ist das was? Klar. Schreibvorgang. Yeah, da hab ich doch glatt was für dich. Komm später wieder vorbei. Ich schau mal, ob ich etwas auftreibe. Perla-Krone für mehr Spielerpartien erhalten. The fuck? Yo, machen wir ein Foto. Die Follower brauchen Futter. Na gut. Filter. Okay, gibt ein paar interessante Sachen. Aber ich bleib mal beim Standardfilter. Oh, was gibt's denn noch? Ich hab das voll vergessen. Kamerasteuerung, Spielerpose und Amiibo-Pose. So. Wo ist denn. Ja, so, genau so. Nee, dann mache ich bei meinem Octogirl noch diese Pose. Perfekt. Ja, das war's im Prinzip. Hab ich das jetzt? Ja, also von Perla haben wir ihre Krone erhalten. Das heißt, im Nachhinein würden wir noch mehr Sachen bekommen. Die werde ich euch dann auf jeden Fall noch alle da legen, also alle, euch alles zeigen. Aber die Frage ist jetzt,
Warum bekomme ich nur das eine? Oder gehen jetzt echt nach dem Level? Das wäre ein bisschen scheiße, dass ich dann nur Sternchen 1 war. Oh nee, ist das nicht euer Ernst? Na gut, dann ist ja auch nicht schlimm. Zeit für Marina. Oh, muss ich jetzt auch machen. Naja. Warum muss ich diese dumme Registrierung überhaupt machen? Ist doch voll unnötig. Braucht doch keiner. Sondern zusammen zu deinem Amiibo und Amiibo wiederfindest, denke ich mal. Marina, was hast du denn so für mich? Hey, ich bin Marina von Tentacool. Schön, hier zu sein. Oh, was für eine erfrischende Coolness. Hm. Wir sollten Freunde sein. Oh, Marina. Stop. Ich könnte dir deine Ausrüstung und meine und deine Einstellungen merken. Dann kannst... Ja. Na? Cool, und ich habe auch gleich ein Geschenk für dich. Ich habe noch mehr Zeug rumliegen, also schau wieder vorbei. Marina-Kopfhörer für mehr Spieler. Alter, geil, wart. Zeit für ein Foto. Klar. Marina schaut schon wieder voll schüchtern aus. Oh Gott, das sieht ein bisschen dumm aus, aber naja. Was war nochmal das untere? Das sieht ein bisschen komisch aus. Folgt hier. Nein, tut sie nicht. Oder macht sie? Nein, so nicht. Okay, mache ich das bei meinem Octogirl jetzt auch wieder. Weil die Kamerasteuerung ist ein bisschen behindert im linken Stick. Das wär's. Ja, also da werden wir mal in den kommenden Level nochmal vorbeischauen mit den Amiibos. Wir haben jetzt 7 Minuten dafür verbraucht. Warte, ich will nochmal kurz schauen. Haben sich safe gespeichert. Obwohl, eigentlich brauche ich die Fotos nicht. Ich meine, ich habe schon mehr als genug Zeugs. Ja, das auch. Oh mein Gott. Puh, mir ist gerade übelst heiß. Und trotzdem, wenigstens eine Folge muss ich aufnehmen. So, deswegen gehen wir erstmal zu den Kopfbedeckungen und so weiter. Und danach holen wir uns eine Waffe ab. Und spielen ein paar Online-Matches. So, Leute. Oh Gott, warte. Was für ein Dings läuft gerade? Turmkommando. Okay. Ja gut, da gerade Turmkommando läuft, können wir uns doch dem Klotzer 14B mal annähern. Mit dem Sepitox-Nebel als Sekundärwaffe und dem Insta-Bomber als Spezialwaffe. Ja, 10.500 kostet uns das Teil. Und wir legen sofort los. So, jetzt spielen wir mal richtig Revierkampf 2 Runden. Und dann gibt es noch ein paar Runden Rangkampf. Boah, Mann, oh Mann, oh Mann, lol. Ja, mit dem Insta-Bomber sollte ich in der Lage sein, eine Menge zu färben. Aber auch ein bisschen Spezialladezeit drauf, also das sollte es eigentlich bringen. Kommt schon, Gegner, ich brauche ein paar Kills hier. Haha, got him. Hab dich. Versuch's doch, Kumpel.
Yoga, die ist der Insta-Bomber, Alter. Ja, bei mir läuft's aktuell. Also wie es den Gegnern geht, aber bei mir läuft's. Wow! Okay, jetzt hat er mich. Das lief ja nicht so gut hier. Ich habe zwei Gegner super in Schach gehalten, aber meine Mates scheinen nicht so ganz schlau zu sein. Ah ne, die haben Disconnect. Okay, dann verstehe ich. Oh Gott. Ah, Junge. Die haben sogar ein Disconnect, aber die Mates sind dumm. Dagegen kann ich dann auch nichts mehr machen, ne? Aber die Bombe ist total OP. Ja, du Kanake. Vor allem Mates. Was ist vor allem, wisst ihr was, wie dumm die dann sind? Die springen einfach so, als ob die nicht, also so, als ob die nicht in der Lage wären, die anderen zu killen. Wenn wir das verloren haben, ist das echt sad. Oh Gott, Junge. Das Ding ist, ne, ich habe alles gemacht. Die Teammates waren der größte Shit. Tester-Kid, genauso dumm bist du auch. Jo, ich war nicht der mit den meisten Werbpunkten, dafür habe ich 7 Kills mit dem Klotz haben. Das will schon was heißen. Diese Mates. Das war Katastrophe. Weiter geht's. Okay, in dieser Runde ist irgend so ein dummes Lappen, 5-jähriges Arschkiddy, welches sich. Ihr seht's selbst, da. Your mom und dann diese 3 Zahlen. Okay, diesen Typen reporte ich ohne Vorwarnung. Weil solche Idioten mit solchen Nutzernamen gebannt werden sollten. Komm her. Oh. Dieses dumme Drecks. Wo ist der? Oh, Junge. Dualplatscher hasse ich. Es ist eigentlich immer dasselbe. Ich wette mit euch, der ist noch da. Ja, und der Mate macht einfach einen auf Rambazamba. Und was, wenn er gestorben wäre? Oh, da ist dieser Lappen. Hab dich. Gott, Junge, doppelter Regen. Ah, den habe ich schön geholt, nicht wahr?
So, den Team Squidbag ich jetzt, weil er es verdient hat. Sorry, aber solche Leute verdienen es einfach, gebannt zu werden oder gesquidbag zu werden, je nachdem. Haben wir das wenigstens gewonnen gegen diesen Idioten mit dem dummen Namen? Das wäre so ein bisschen gut. Ne? Gefinished. Wie viele Kills hat denn dieser Your Mom 666? Zu erwarten, das ganze Team war scheiße. Der Roller war der Beste, aber halt auch der mit den wenigsten Färbepunkten. Nun gut, dann geht es jetzt in den Rangkampf über, Leute. Dann legen wir sofort los. Falsches Dings. Klang gerade wie so ein kleines Opening vom Nerd Over. Sorry diesbezüglich. Gut, let's go. PC! Das kann nicht wahr sein, dass der PC so scheiße ist. Von kein einziges Programm läuft. Jo, ich bin mal laut. Oh mein Gott, ich Vollpfosten! Ich hab direkt Rangkampf gemacht! Ups! Okay, Leute. Dann werde ich diese Runde, diese Runde hier an die Hälfte des Videos schneiden. Weil ich das schon alles schön symmetrisch haben möchte. Okay, nice. Ich depp, Alter, ich bin einfach direkt in den Rangkampf gegangen. Oh! Der ist vor der Ausspieg. Ja, Lackaffe. Das war ein Camper. Naja, snipern kann ich aber. Oh Gott. Hab ihn einmal gettet. Nein! Als ob. Komm, das ist so ein Loser. Ja, genau wie meine Mates. Klar, ich bin nicht besser, aber come on. Dieser Kanacke, warum campen diese Lappen alle? Du sind voll die Noobs. Typisch X-Rangkämpfe. Solche Lappen sind hier im Match. Scheiße, diese Mates. Ich habe nicht viel zu sagen. Diese Runde läuft direkt mal übelst beschissen. Vor allem, das sind so solche Camper. Das waren solche. Ich würde am liebsten jeden der Gegner reporten fürs Campen, weil die. Ihr habt es ja gesehen. Dieser so mit Kleckser hat gecampt. Oder was auch immer das für eine Waffe war. Turbo Blaster auch. Ihr habt das gesehen. Er kam da einfach von oben. Er hat da gewartet. Dieser Arschwichser. Solche Leute sind die größten Noobs. Okay, dann nehme ich jetzt erstmal zwei Runden Standardkampf auf. Aber ich werde das hier natürlich hinten ranschneiden. Also in die Mitte des Videos. Weil mit einem Rangkampf zu starten. Ja, vor allem. Guckt euch an, was für ein Set ich hatte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe nicht mal das Set geändert. Ach du Scheiße. So, vorhin habt ihr die Runde gesehen, in die ich aus Versehen als erstes gejoint bin. Deswegen, ja.
zocken wir jetzt hier auf dem, wie hieß die Scheiße noch? Segelrockbühne. Oh, ich hatte ihn fast. Hast du? Blaster! Nice. Wenigstens. Und was der Typ da macht, keine Ahnung. Ja, wo kommt der denn jetzt her? Einfach von oben spontan. Ja. Ach, immer diese Keks, ey. Was ist denn mit dem Typen? Hat er vergessen, wie das Spiel funktioniert oder was? Lol. Was? Oh Gott, da kommt eine ganze Armee von Schwarmraketen. Stimmt, das ist ja auch eine krasse Sache. In Sachen Schwarmraketen hat sich da... Die Schwarmraketen haben einen ziemlich gestörten Buff bekommen. Und zwar, wenn ihr jetzt jemanden auf, wenn ihr jetzt Schwarmraketen auf einen feuert, dann kommen da keine 2 bis 4 Kugeln raus, sondern sogar ganze 10. Das ist der gestörte Aspekt an den neuen Schwarmraketen. Zitat, die sind OP. Ja. Naja. Jetzt hat er mit seinen. Und die Mates natürlich auch der größte Scheiß, weswegen wir das verloren haben, das Instant. Aber was zum Teufel. Naja. Nächste Runde. Kennt ihr das? Wenn ihr in einer Lobby mit 6 anderen Spielern seid und ein verdammter Spieler joinen muss und das dauert meistens Jahre. Oh Mann. Hauptsache jetzt ist eigentlich dieser ein Scheißlappen gejoint. Und die letzte Runde kann losgehen. Für diesen Part jedenfalls. Ja. Also es ist halt... Ach du Idiot, verpiss dich. Das ist der Lappen, der vorhin, als das gejoint ist, Hauptsache, dass der nervt. Ja, das mit den Schwarmraketen, das ist halt wirklich gestört, weil... Jetzt können halt auf einen 10 Schwarmraketen auf einmal kommen und das ist nicht normal. Ihr seht's ja selbst. Natürlich hat die scheiß Fotze Doppler. Lappen! Typisch Kleckser-Spieler, Alter. Alter, verlieren wir ernsthaft schon wieder? Und diese ganzen Schwarmraketen, Mann, die sind... Warum haben die so einen scheiß Buff bekommen? Ja, was soll ich machen? Macht auch keinen Sinn mehr. Also Leute, ihr seht, wie OP diese scheiß Schwarmraketen jetzt geworden sind. Was sich Nintendo bei den Schwarmraketen-Buff gedacht hat, weiß ich nicht. Anscheinend stehen die drauf, wenn die Inklinge alle Akbar machen auf der Map. Stellt euch das mal in einem fucking Vierer-Squad vor, wenn so 4 Leute die ganze Zeit mit Schwarmraketen auf euch ballern. Okay, die Splatting war größte Katastrophe. Lappen. Und du bist Rang X-Spieler, ne? Leck mich. Diesen Rang sollte man wirklich nur erreichen, wenn man S plus 50 oder so hat.
Naja, ich würde mal sagen, falls euch dieser Part von Let's Play Splatoon 2 Online doch noch gut unterhalten konnte, würde ich mich noch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden können, Leuten, die ihr nicht leiden können. Und dann, aber ebenfalls nicht schlecht, wenn ihr meinen Content gut unterhält. Und im nächsten Part geht es höchstwahrscheinlich entweder mit einem normalen Part weiter oder schon mit dem neuen Splatter. Deswegen bis zum nächsten Mal und stay fresh!